Ausstellung zeigt einen Einblick in den Denkraum von Abi Warburg und über die Vorstellungen und Ideen, die er hat, wie man mit Bildern umgehen kann. Für ihn war das Kommentieren von Bildern mit Bildern vor allem auch eine Arbeit mit sich selbst. Es ging um eine Erkenntnis, um einen Erkenntnisgewinn. Und es ging vor allem auch darum, die Schicksalshieroglyphen, die die Bilder vielleicht bedeuten, zu entschlüsseln und zu entziffern. Es ist eine große Detektivarbeit, sowohl für Abi Warburg gewesen, als auch heute für den Besucher, auf den hin diese Ausstellung von Roberto Ort und mir in den letzten Jahren konzipiert worden ist. Dieser Bilderatlas besteht aus 63 Tafeln und aus insgesamt 971 Abbildungen. Das ist natürlich eigentlich schon eine Überforderung, 971 Werke zu sehen. Diese 63 Tafeln, von denen ist jede einzelne Tafel schon irrsinnig komplex. Die würde dazu reichen, eine Ausstellung zu konzipieren. Leben. Es geht um eine Dynamik, die erzeugt werden muss. Es ist kein statischer Vorgang, ich sehe mich einem Bild gegenüber und bewege mich nicht, sondern das Bild bewegt sich und ich bewege mich auch im Hinblick auf das Bild zu und natürlich auch vom Bild weg. Es geht um ein riesiges Assoziationsspiel, das sehr wach ist und den Zufall natürlich im Blick hat und auch gerne benutzt, aber nicht vom Zufall getrieben ist, sondern es geht darum, sehr präzise in die Tiefe der Bedeutung der Bilder einzusteigen, diese Mythen in ihrer Verwandlung und in ihrer Wandlungsfähigkeit für die Menschen besser zu begreifen und auch diese Gegensätze, die in den Bildern auftauchen, er nennt es Inversion, also die Verwandlung von einer Figur, die einmal positiv bestimmt sein kann und dann vielleicht in eine eher negative Bestimmung sich verwandelt, aber auch wieder zurückwandern kann in eine positive Bestimmung. Diese Fragestellung zu verfolgen, das treibt ihn über viele Jahre. Die Bibliothek Warburg in der Heilwigstraße war in den 20er Jahren für die Kulturwissenschaft das, was das Bauhaus für das Design gewesen ist. Dies hatte dieselbe Bedeutung. Das war das modernste Institut im deutschsprachigen Raum. Und die Bibliothek Warburg trieb die Kunstwissenschaft und die Kulturwissenschaft entscheidend voran. Abi Warburg hat eine Idee entwickelt von den Wanderstraßen der Kultur. Das ist ein Leitbegriff, einer von vielen Begriffen, die oft auf polare Zusammenordnungen von Worten basieren, aufbauen, die man normalerweise nicht unbedingt als Nomen in der deutschen Sprache gekannt hat. Es gibt viele Begriffe, die uns helfen beim Erschließen dieser Tafeln. Und einer davon ist der Begriff der Umfangsbestimmung, was sich über die Jahre verändert. Er benutzt diesen Begriff zunächst in den frühen 1890er Jahren. Und der wird immer wieder weiter, wie schon der Begriff sagt, die Umfangsbestimmung muss immer wieder neu gewonnen werden. Und so ist das Gewinnen der Information aus diesen Bildern, die soziale Geschichte, aus den materialen Relikten der Kultur herauszufinden. Das ist immer wieder die Aufgabe, die immer wieder neu gelöst werden muss. Der Atlas als Bestimmung einer Konfliktgeschichte, der Konfliktgeschichte der Frührenaissance, ist natürlich ein riesiges Spielfeld, was er sich aufbaut. Und das Besondere, auch noch das Besondere für heute im 21. Jahrhundert, ist, dass er versucht, in dem polaren Gegensatz zwischen der heidnischen Antike und des christianisierten, des christlichen Mittelalters, des Hochmittelalters, eine Situation
einen Clash sozusagen aufzudecken und zu sagen, dass nur, weil diese beiden Formationen zusammenkommen, es überhaupt zu der Renaissance, also zum dem Nachleben der Antike in der Mitte des 15. Jahrhunderts kommen konnte.